So, ein wunderschön. Klicker hier Folge 88. Aufgrund der absoluten Hitze heute wieder mit offener Zimmertür. Ich hoffe, es gibt keine Zwischenkommnisse. Ja, Klicker hier. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, nope. Das funktioniert nicht so, wie ich hatte gehofft hatte. Wir sind nämlich immer noch quasi genau am gleichen Punkt wie am Ende der letzten Aufnahme. Ja, wow. Also man sieht, ich habe gerade mal 10 oder wo waren wir? Ungefähr 150, nee, 160 oder 170 haben wir aufgehört. Also ich habe gerade mal bei ihm 10 bis 20 Level geschafft. Das ist tatsächlich einfach mal gar nichts mehr. Das heißt, wir kommen so nicht mehr weiter. Deshalb werde ich wir haben 48 Rubine. Ja. Wir werden es senden. Werden wir? Nee, komm, fuck off, wir machen direkt eine Transcension. Ja, dann haben wir nämlich wieder hier die 10 gut geschrieben. Die können wir denn hier. Ich habe keine Ahnung. Also dem hier, das dem zu geben, bringt, so weiß, so denke ich mal, nichts. Aber ich will mal versuchen, ob wir damit weiterkommen, dass wir den hier nochmal 10 Level geben. Ich weiß offen gesagt nicht, was ich mir davon erhoffe. Oder wir müssen. Ah, gute Frage. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal eine Ascension. Feierabend. Egal wie auch nun immer. So, jetzt ist es raus, jetzt ist es durch, jetzt können wir eh nichts mehr dagegen machen. Bam, bam, immer Ruf da. Beziehungsweise, das war dumm. Das tue ich hier gerade. Ich habe doch haufenweise hiervon. Hätten wir auch einsetzen können. Und ja, auch die alle haben mir nichts gebracht. Die alle hier hatten weniger oder gleich viel, oder hätten weniger oder gleich viel Gold gebracht wie das, was sie bereits hatten. Es hätte also alles zusammen vielleicht für vielleicht 1, 2 Level gereicht. Also auch. Selbst wenn ich alle eingesetzt hätte, das wäre komplette Katastrophe geworden. So, wir machen hier gleich mal Hardcore. Mist. Und zwar müssen wir jetzt entweder mehrere Ascension noch machen, damit wir dann wieder pro Ascension etwas weiterkommen. Oder wir machen wirklich tatsächlich jetzt ein paar Ascension nochmal, damit ich hier nochmal, ja, damit wir quasi hier nochmal so 100 Rubine zusammenbekommen. Und wir dann sogar tatsächlich nochmal eine Transcension machen. Wie wir das machen, ist tatsächlich relativ irrelevant. Denn, ja. Ich habe einfach die Vermutung, dass eine Transcension, wie gesagt, nicht so viel bringen dürfte. Weil die Sache ist halt ganz einfach. Wir haben derzeit ein Cap von 50.000. Ne, hier genau 50. Wow, wirklich genau 50.000. Ascension Soul. Und selbst wenn wir ihn auf Level 10 ja prügeln. Hätten wir hier ne, 100%, also ne, jedes Level pro 10, sind 10% plus. Das heißt also bei 10 Leveln, die wir hier jetzt hätten, wären das also 10 Level dazu, also 100 Level, 100%. Das wäre also das hier plus sich selber, also insgesamt 100.000 Hero Souls. Das ist jetzt auch nicht so viel mehr, also. Ich weiß nicht. Wir werden halt tatsächlich einfach noch ein paar Mal ascenden müssen.
Und ich werde auch eine ganze Menge Offscreen machen müssen, damit wir hier mal ein bisschen aus dem Puschen kommen. Ja, Xilliqlil und Ponyboy hochzuleveln, die schon auf Level 15 sind. Ich denke mal, das bringt auch nicht so viel. Beziehungsweise bei ihm würde es vielleicht, wenn ich ihm hier nochmal 10 Level gebe, dann wären das 2500%. Das könnte tatsächlich was bringen. Na, also das wäre eine Sache, ne, das kann man machen. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist jetzt hier ganz unten, dem hier, wo, ach man, dieser Scrollbalken nochmal, überlegen, ob wir dem hier nicht doch mal ein bisschen was Gutes tun. Wie viel Gold kosten 1000 Level? Ah, das sieht doch gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Dann würden wir nahezu alles an Heroes verlieren. Fuck off. Bam. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht erstmal dumm und die nächste ist, also die Ascension wird jetzt dadurch ganz schön schwer werden. Ist mir aber gerade sowas von komplett irrelevant. Wir brauchen irgendwie Hero Souls. Ja, und das ist der einfachste Weg. Ne? Also ist ja nun so. Wir müssen ihn so hochleveln wie möglich und ich werde tatsächlich bei der nächsten Transcension dann doch nochmal. Mal gucken, vielleicht haben wir bis dahin sogar 15. Ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen machen, noch ein paar Ascension bis zur nächsten Transcension, weil die nächste Transcension mache ich frühestens, wenn wir hier 100 Rubine haben. Damit ich dann zwei Quick Ascension machen kann. Und wenn wir bis dahin tatsächlich hier schon auf 15 sind, dann könnten wir ihn nämlich tatsächlich schon bis Level 2. Quatsch. Das wollte ich gerade bis Level 200 sagen. Nee, bis Level 30 bringen. Dann haben wir also hier auch noch mal das Doppelte. Na? Ich hoffe mal, das funktioniert. Also, ich sehe hier mal ein bisschen, ne, ein bisschen weiter Level hier. Die stagnieren gerade alle ganz schön. So, mal alle gleich mal auf Level 200 bringen. Bietet sich ja an hier. Ah, siehst du, Armin Hopp haben wir auch schon. Können wir gleich das senden. Okay, das war's. Ja, was wollte ich sagen? Die Lügen? Genau. Das heißt also, wir werden bei der nächsten Transcension ihn auf jeden Fall hochleveln. Ihn lasse ich einfach mal komplett sein. Wie gesagt, das bringt halt absolut gar nichts. Ja. Wir haben jetzt einen Cap von 50.000. Wenn ich ihm jetzt den Level gebe, hätten wir immer noch einen Cap von 100.000. Das ist absolut gar nichts. Das ist ein absoluter Witz. Deswegen lassen wir diesen Primal Award einfach mal komplett links liegen. Weil die Bosse an sich bringen halt einfach selber schon, ne, ist die Bosse gehen mal zweimal die Heroes Souls. Einmal von sich selber aus und einmal durch diesen Transcendent Power. Und der Transcendent Power ist halt gekappt. Aber alleine von sich aus geben sie schon ab bestimmten Level weit mehr als 10.000 Hero Souls. Deswegen sollten wir einfach das, was sie von sich ausgeben, einfach so hoch trimmen, dass uns dieser Transcendent Power Award komplett egal sein kann. Und das schaffen wir halt am ehesten, indem wir halt ihn hier hochpowern und ihn hier hochpowern. Dann haben wir zwar unseren Transcendent Power, ne, und unsere 10.000 Hero Souls schneller erreicht. Heißt also, wir rennen schnell in den Cap, aber kriegen dadurch insgesamt durch den, was die Bosse von sich aus schon geben, dafür denn dadurch schön viele Hero Souls. Ja. So meine Theorie. Und dann hoffe ich mal, das geht auch so auf. Gucken wir mal. So, buy available upgrade können wir ja mal einfach mal machen. Schadet ja keinem. Dankeschön. So, Frostleaf kriegt auch gleich mal 100%, 100 Level. Und dann kann Frostleaf kann gleich den Outkicker bekommen. Nee, komm, wir lassen mal. Ja. Okay.
So, ansonsten ja, hier ist alles schon mal bereit. Ne? Gut, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte den ganz unten, den kann ich tatsächlich mal wegschmeißen. Weil die haben ja alle irgendwas mit 38 hinten. Also 38 und jetzt schon 39. Aber der hier unten, der hängt halt ganz schön hinterher. Von daher, ihn aufzuheben, bringt wahrscheinlich nicht allzu viel. Von daher würde ich auch mal sagen, wir warten mal, bis der ganz unten E44 bringt. Nein, die dauert auch zu lange, komm ich nicht hin. So, die ist schon, hat er auch 38 und damit hängt er auch wieder hinterher. Ach Mann, Alter, scheiße. Ja. Für den muss ich mal warten, bis ich da mal eine ordentliche Quest bekomme. So eine paar Stunden Quest, die so 4 Stunden, 8 Stunden oder sowas geht. Wobei den hier oben, da hat es alles schön geklappt. Die haben alle Quests gehabt, die mehrere Stunden gingen. Von daher haben sie auch ordentlich Gold zusammengesammelt. Naja, der hier unten hat es wieder nur eine Stundenquest und damit auch wieder relativ wenig Gold. Aber wie gesagt, selbst das, dass die hier alle mehrere. Ich meine, er hatte eine 24-Stunden-Quest, er hatte eine 12-Stunden-Quest. Oder hatte er 24 und er 12 Stunden? Egal. Auf jeden Fall hatte einer eine 24 und einer eine 12-Stunden-Quest. Und selbst das hat halt bei der vorherigen Ascension, die wir gerade abgebrochen haben, nichts mehr gebracht. Es ist. Ja. War halt einfach komplett festgefahren. So. Boah, also wir haben jetzt schon wieder 23.000. Und sind gerade mal Level 120. Ja. Ich glaube, das war eine ganz richtige Entscheidung hier mit dem Ding. Wir haben zwar jetzt dadurch kommen noch DPS-Bonus, aber also verglichen mit vorher kommen noch DPS-Bonus, aber ganz ehrlich, faktischer Amount. Oh yeah. So, dann gucken wir mal, wie viel weitere 1000 Level kosten würden. 1,2E8. Ah, na, das wird noch ein bisschen dauern. Aber das ist jetzt praktisch mein Ziel, ihn hier immer weiter hoch zu leveln. Zwischenzeitlich können wir natürlich auch andere leveln, ganz klar. Ne? Also ich werde jetzt nicht nur ihn hier leveln, weil dann haben wir irgendwann vergleichsweise kaum noch Stärke. Kommen also auch nicht mehr viel weiter. Und wir wollen ja hauptsächlich Hero Souls haben, um weiterzukommen. Aber Hauptaugenmerk liegt jetzt tatsächlich einfach mal wieder auf Hero Souls. Da sind wir hier irgendwie doch schon ganz schön gelackmeiert, was das angeht. Ja. So. 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Ja, gut. Sind alle mittlerweile auf dem 3000er Stand? Okay. Okay, gut. Haben wir also. Was hast du hier eigentlich? Ah. Ich bin schon 34 Tage. Solomon Fortuna. Aha, sehr schön. Libertas Spezies ist also besser, oder? Ne, hier ist eigentlich nur Libertas. Ach nee, Mimse ist auch noch relativ gut. Was machst du? Doppelte Rubin ist egal. Thialatas, das ist natürlich auch gut. Er ist für Solomon und Fortuna. Kronos, Thialatas, Mes Juggernaut, Dora, Fortuna, Morogamaru. Nee, leider nicht. Dann wirst du also verbrannt. Weg mit dir. Bam. So. Danke, ein Fisch. Ja, wieder Rubine. Wuhu. Endlich mal. So. Beziehungsweise, ich kann eigentlich doch gleich warten, bis wir hier die Hunderte zusammenbekommen. Ist ja nicht mehr so weit. Ist ja ein Witz. Dies und auch ihn müssen wir nicht mehr bis Level 400 bringen, sondern wir können einfach quasi direkt 1 zu 1 weitermachen. Ist schon ganz geil. So, das heißt, ja, viel mehr bringt das hier damit denn auch nichts mehr. Ich werde also tatsächlich warten, bis ich ihn auf Level 100 heben kann. Dann nochmal die Upgrades kaufen und dann machen wir hier auch wieder Feierabend. Gucken wir morgen weiter. Ja, dann sollte es das doch schon gewesen sein.
Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie weit, was ich dann heute alles schaffe und wie weit wir denn morgen quasi sind. Speichern. Und dann haben wir das. Wow. Ich mache doch heute gar nicht so viel im Hintergrund. Na gut, wahrscheinlich war es einfach nur ausgelagert und musste wieder eingelagert werden, keine Ahnung. So, boah, Alter. Na gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, weg mit dir und ja. Oh ja, er lagert gerade ganz schön aus. Warum nur? Seltsam, seltsam, seltsam. Ist auch egal. Gut, würde ich mal sagen, schau mit vor und dann, ja, nehme ich jetzt Doom auf. Dritte Staffel. Das wird eine Katastrophe. Tschüss.